herzlich willkommen im Wald. Wir wollen heute zwecks Adventskalender ein bisschen schnitzen. Ich habe dazu mitgebracht Material. Erstens, hier habe ich noch ein Stück Lindenholz. Ich denke, das werde ich bearbeiten wollen. Das hat schon ein ganz bisschen Abnutzungserscheinung, aber das macht ja nichts. Wir brauchen ja auch nicht das ganze Stück. Ich schneide mir hier vorne, glaube ich, noch ein schönes Stückchen raus. Ich hatte alternativ noch ein bisschen Hasel dabei. Ist auch aus dem Keller schon vorgetrocknet. An Werkzeug habe ich jetzt mitgenommen. Oh, und hier haben wir noch ein, wenn ich noch wüsste, was das ist, Ahorn. Das ist Ahorn, ein fertiger Keil. Der würde sich für das, was wir schnitzen wollen, eigentlich auch ganz gut eignen. Ist ein bisschen hart, ein bisschen schwierig zu bearbeiten, aber ich habe ihn mal mitgenommen, weil er gerade rumlag. Wie gesagt, an Werkzeug die Opinel-Säge, die lange. Dann haben wir hier das Light My Fire Moramesser für den Grobschnitt. So, dann, da ich ja noch ein bisschen was spalten möchte, habe ich hier noch was zum Spalten. Das ist ein Cold Steel SRK und zum Schnitzen, wie immer, mein Mora Schnitzenmesser. Kurze Klinge, schön scharf. Könnte ich mal wieder nachschleifen, habe ich leider nichts zum Schleifen dabei, womit ich mich hier rantrauen würde. Aber für heute wird es, denke ich, auch noch gehen. So, es ist übrigens kalt drum und ich habe keine Handschuhe. Wir haben 3 Grad und ein paar zerquetschte, das werden bestimmt auch noch 2. Während ich hier sitze, ist es nämlich gar nicht mehr so lange hin, dass es dunkel wird. Sollte es dunkel werden, habe ich noch diverse Belichtungsmöglichkeiten. So, jetzt wollen wir hier ein schönes Stück Holz rausschneiden. Dafür brauchen wir zunächst mal eine Säge und jetzt habe ich hier nicht wirklich eine gute Position zum Sägen. Ich versuche das mal, so gut ich das jetzt hier händisch mit dem Tisch als Unterlage. Problem ist hier die Markröhre, die sieht man. Und die will ich natürlich nicht im Schnitzprojekt drin haben, darum beim Halbieren nach Möglichkeit so, dass gerade direkt nach der Markröhre dann auch der Spalt sitzt oder die Markröhre direkt mitgespalten wird. Das geht auch, die kann man dann hinterher ganz gut wieder rausschnitzen. Ich meine, so müsste ganz gut funktionieren. Zack. Ja, perfekt. Markröhre mitgespalten. Was dann nicht ganz ausbleibt, ist, dass sich das so ein bisschen verzieht. Das ist jetzt nicht, wenn wir von hier drauf gucken, sieht es ein bisschen anders aus, als wenn wir von da drauf gucken. Ihr seht, das hat sich jetzt ein bisschen nicht ganz symmetrisch gespalten. Ist aber für unsere Zwecke nicht so wichtig. So, das machen wir jetzt einfach nochmal. Weil wir machen wirklich nur eine kleine Holzfigur heute. Die kann man natürlich, wenn man dickeres Holz hat, auch in beliebig größerem Durchmesser. Ups. Die Rückseite wollen wir ein bisschen eben haben. Warum wollen wir die Rückseite ein bisschen eben haben? Das könnte man jetzt auch wieder mit dem Spaltmesserchen versuchen, nochmal eben zu spalten. Aber das ist mir zu gefährlich. Da ist das Risiko, dass da was nicht ganz so bei rauskommt, wie ich mir das jetzt wünsche, ist mir da zu groß und drum nehme ich jetzt einfach das Messer und schnitze das jetzt noch ein bisschen flach. Grund ist im Wesentlichen einfach nur der, dass ich gerne das schön auf den Tisch legen können möchte, dass das dann eben liegt und ich das Werkstück dann gut fixieren kann auf dem Tisch, also so, ne? Dass das jetzt hier so nicht furchtbar viel hin und her wippt, weil es ist ja eigentlich rund auf der Rückseite hier zu sehen, das würde dann so machen. Das hier tut das jetzt nur noch begrenzt, es darf noch ein bisschen flacher sein. Also aus Sicherheitsgründen für die weitere Bearbeitung, drum hocke ich hier auch am Tisch, weil ein Tisch ist da wirklich praktisch. Da sind nämlich ein paar Schnitte jetzt dabei bei dem Projekt. Da mag man gerne eine Unterlage haben. Klar, man kann auch ein Holzbrett nehmen, das man auf den Boden legt und das dann. Also halt nicht so gemütlich zum Sitzen. Geht aber auch. Gut,
passt. Wichtig, Werkzeug, das man nicht mehr braucht, packen wir selbstverständlich wieder weg. Und das Ding hier brauchen wir zum Beispiel nicht mehr. Und das da wahrscheinlich auch nicht. So, und was wir jetzt bearbeiten wollen, ist eben dieses kleine Stückchen Holz. Da haben wir jetzt noch einen Rest Markröhre. Seht ihr hier, ne? Das braune Markröhre wollen wir nicht. Das schneiden wir noch schnell ein wenig weg. So. Und jetzt finde ich das ganz angenehm, dass das hier nicht 100% ebene Kanten sind. Kann man noch ein kleines bisschen abebnen, ne? Einfach damit man hier dann besser Schnitte setzen kann. Also wirklich quasi so Hobelschnitte machen. Ja? Als würde man das jetzt glatt hobeln wollen. Und ein kleines bisschen, das reicht schon. Und weil ich empfindliche Akademikerpfoten habe, mache ich hier an der Kante meistens auch noch so einen ganz kleinen Streifen weg. Einfach damit man es dann angenehmer in der Hand. Also was wir jetzt machen wollen, das geht natürlich einfacher, wenn man es sich einzeichnet. Aber selbstverständlich habe ich mal wieder keinen Stift. Darum ist Einzeichnen nicht. Darum müssen wir das jetzt halt versuchen, so irgendwie hinzukriegen. Und zwar, indem wir jetzt als allererstes zwei Schnitte setzen, nämlich im Prinzip so schräg hier hoch. Seht ihr das? So ungefähr. Wir wollen jetzt hier einmal so ein Schnittchen und da auf der anderen Seite auch nochmal so ein Schnittchen. Und das mache ich jetzt einfach mal. Warum? Das sehen wir dann auch noch. Nicht zu weit oben. Hier sollte schon noch eine Ecke Platz sein. Also je nach individuellem Bedürfnis. So, und da tief einschneiden. Wichtig, wirklich, wirklich bitte tief, denn das brauchen wir dann nachher. Offiziell heißt in diversen Anleitungen etwa ein 15 Grad Winkel. Ja, aber was wir jetzt haben, ist eben dieses eingeschnittene. Und jetzt machen wir hier einen Schnitt. Also das ist ein Stoppschnitt, ne? Dieses eingeschnittene nennt man Stoppschnitt. Dient dazu, dass die Schnitte, die ich jetzt mache, hier quasi von meinem ersten Schnitt, dem tief eingeschnittenen, dann gestoppt werden und man dann eben entsprechend da nicht weiter schneiden kann als bis zum Stoppschnitt. Das ist jetzt leider nicht so schön, wie ich mir das gewünscht hätte. Weil das Holz nicht so ganz perfekt eckig ist. Das hätte jetzt noch ein bisschen eckiger sein dürfen. Naja, gut, aber erfüllt seinen Zweck und sieht ungefähr so aus. Ne? Also wie gesagt, das habe ich schon schöner hinbekommen. Gut, das nächste, was wir machen, das ist jetzt quasi, hier kommt die Mütze hin, bei diesen hier Mütze. Da kommt die Nase hin und hier unten haben wir dann noch reichlich Platz für den Bart. Den können wir dann hier noch ein bisschen ausarbeiten, nur dass ihr so grob wisst, worum es geht. So, jetzt müssen wir nämlich die Nase machen. Die Nase sollte so ungefähr auf dieser Höhe liegen. Ja, nicht zu weit oben, nicht zu weit unten. Ich mache sie immer so gerne ungefähr in der Mitte. Und dafür einen tiefen Schnitt setzen. Also wirklich gerne tief und dann da eben halt hinschneiden. Das ist auch so ein Stoppschnitt. Und je tiefer man kommt, desto größer und dominanter wird die Nase. Ja, das ist jetzt also der Zinken, soweit wie man das jetzt hinbekommt. Also ich jetzt hier mit dem mir gegebenen Messer. Und das nächste, was wir jetzt machen, ist die Nase seitlich ausformen. Und dafür brauchen wir quasi hier einen Schnitt, der bis nach da geht, also vielleicht auch noch einen Ticken weiter, so ungefähr. Und dann machen wir hier nochmal einen Schnitt. Ich kann euch das jetzt leider, wie gesagt, nicht anzeichnen, weil ich wieder
mal blöd war und aber nicht direkt oben, sondern ungefähr so auf dieser Höhe. Ne? Also ich mache das mal so als kleine Ritze, als kleines Ritzerchen. Also ungefähr so könnte man das jetzt zum Beispiel machen. Ja, der ist jetzt natürlich sehr klein, beziehungsweise der Winkel dürfte gerne noch ein bisschen weiter so nach hier gehen. Flupp, kommt noch ein bisschen mehr Draufsicht. Kriegen wir hin. Ja. Also ich mache das jetzt mal so. Und zwar auch immer vorsichtig mit den Fingern natürlich. Ja, ungefähr bis da und hier schön tief einschneiden. Gleiches Spielchen auf der anderen Seite. Oh, so in etwa, ne? Jetzt folgendes, jetzt müssen wir hier nochmal einen Schnitt setzen und damit wir dann hier da was raus, das rausschneiden können. Also hier erstmal nochmal ein, auch so leicht schräg. Das gleiche auf der Seite. Und nicht zu weit, das ist wichtig, aber schön tief. Sollte dann so aussehen, ja? Dass also den hier in so einem Winkel und den in so einem Winkel. Mathematische Angaben sind jetzt nun bei weitem wirklich nicht mein Fachgebiet, ne? Aber ja, so in etwa. Gut, das schneiden wir jetzt weg, indem wir hier reinschneiden, beziehungsweise von euch aus gesehen hier reinschneiden. Und dann gibt das hier quasi so einen kleinen Chip, den man dann da rausnehmen kann, im Idealfall. Das ist auch wieder was, wo man aufpassen muss, dass man sich jetzt nicht wehtut. Weil wenn ich den jetzt so festhalte, ja, und steche hier rein und dann rutscht mir das weg, dann tue ich mir weh. Drum mache ich das lieber so von oben. Da kann, ja, sagen wir mal so, das Verletzungsrisiko ist geringer. Zu behaupten, dass da nichts passieren kann, wäre jetzt auch etwas optimistisch. So. Wenn man da jetzt tief genug kommt, dann kann man das hier dann hinterher quasi einfach rausbrechen. Reicht bei mir nicht ganz. Dafür habe ich hier nicht tief genug eingeschnitten, aber fast. So, das gibt jetzt quasi, man kann es glaube ich schon erahnen, hier kommt das Auge hin, ja, und das ist quasi ein Teil der Backe, was wir hier jetzt wegschneiden, dadurch, dass die Nase jetzt etwas förmiger wird. So, gleiches Spielchen auf der anderen Seite. Dann vorsichtig mit der Spitze dann noch ein bisschen nachschneiden. Aber je weniger Schnitte man hier braucht, desto glatter wird natürlich später die Backe, beziehungsweise ja, grundsätzlich gilt für das gesamte Werkstück. Je mehr Einzelschnitte, je weniger so Rumgestöber und so chirurgische Feinarbeit, wie ich sie jetzt mache, desto schöner wird es. Aber ja, ich will es ja auch für jedermann erklären und bin selber auch noch nicht der Großmeister. So, aber ungefähr so wollen wir das haben. Okay, ne? Also man kann jetzt schon Ansätze erkennen, dass das ein Gesicht wird. Jetzt kann man hier natürlich noch die Nase dahingehend in Richtung Augenbraue. Also hier sind Augenbrauen, Hutkrempe, Augenbrauen, Nase. Nase kann man jetzt noch ein bisschen bearbeiten, dass man die hier noch ein bisschen einschneidet, ne, damit es da keinen allzu direkten Übergang zwischen Nase und Augenbraue gibt. Das sieht anatomisch ansonsten ein bisschen komisch aus. So. Ja,
So in etwa. Also gerade hier noch so ein kleines bisschen. Jetzt kann man die Nase halt natürlich noch ausformen, wie man lustig ist. Wenn einen hier das da stört zum Beispiel, kann man da am Rand noch ein bisschen die Ecken bearbeiten. Nasen sind immer so was ganz Individuelles, habe ich mir sagen lassen. Wie im Leben, ne? So. Schaut jetzt folgendermaßen aus. Ja, so rum. Und was wir jetzt machen müssen, ist, beziehungsweise was wir jetzt können, ist der Hut. Der Hut bedeutet, dass wir hier einfach im Prinzip in diesem Holz uns jetzt einen Hut zusammenzimmern, wie wir den haben wollen. Jetzt haben wir ja gesagt, Hutkrempe ist dieses hier. Und wenn wir jetzt wollen, dass der Hut einen Rand hat oder die Mütze, dann machen wir hier nochmal einen Stoppschnitt und da nochmal einen Stoppschnitt und vertiefen das dann noch, indem wir hier so einen leichten schrägen Schnitt setzen, damit wir dann vom Rand vom Hut hinterher auch was sehen. Dann können wir den Rand selber noch ein bisschen abflachen und etwas weniger kantig machen. So. Das ist im Grunde auch nichts anderes als diese Hutkrempe, die man ganz am Anfang schnitzt. Da schnitzt man jetzt einfach nochmal eine oben drüber sozusagen. So, und dann kann man hier jetzt beliebigen Hut ausformen. Ich würde mal versuchen, ob ich eine Zipfelmütze hinbekomme. Also eine Bommelmütze, Entschuldigung, eine Bommelmütze. Dafür hier vorsichtig erstmal Material wegnehmen. Da vorsichtig ein bisschen Material wegnehmen. Und jetzt nicht übertreiben, weil hier soll ja jetzt noch ein Bommel drauf. Also so seitlich vorarbeiten, quasi damit das hier immer dünner wird. Nicht alle Schnitte, die ich hier mache, sind jetzt unbedingt allzu vorzeigbar, ne? Also das ist jetzt nichts, was man 1:1 unbedingt nachmachen sollte, wenn man noch nicht so viel Übung mit dem Schnitzmesser hat. Ich bin jetzt kein Schnitzprofi, aber mich verletzen tue ich dann doch selten. Das ist aber im Grunde, wie gesagt, nichts, was vorzeigbar ist oder zum Nachmachen empfohlen. So, oben abflachen, soll ja ein Bommel werden. Hinten abflachen. Also mit der Rückseite haben wir eigentlich wenig zu tun, außer hier jetzt beim Bommel. So, je filigraner man jetzt den Bommel ausarbeitet, sprich hier diesen Bereich hier einfach noch ein bisschen dünner machen, Bommel gegebenenfalls ein bisschen kleiner machen, desto deutlicher wird natürlich der Bommel und dann wird das insgesamt auch noch ein bisschen schöner. Mir reicht das jetzt fürs Erste, weil es geht ja im Prinzip ums Zeigen. So, jetzt kommt mal noch ein bisschen näher. Machen wir Folgendes. Wir wollen jetzt hier noch ein bisschen flacher machen. Den Bereich ein bisschen. Vorsicht mit der Nase. Und jetzt brauchen wir ein Bart. Für ein Bart machen wir hier einmal einen Schnitt. Ja, so leicht halbmondförmig, wenn man es dann hinkriegt, und machen da einmal einen Schnitt und dann kann man die noch ein bisschen vertiefen. Jetzt gehen wir hin mit der Messerspitze
und schneiden hier oben ein kleines bisschen was weg am Rand. Seht ihr natürlich nicht. Wir gehen hier hin und schneiden hier jetzt noch ein bisschen was weg. Und das gleiche machen wir auf der Seite. Ich mache das mal so von oben. Ups, in der Hoffnung, dass man da was sieht. So, seht ihr? Und nochmal vorsichtig von unten, beziehungsweise im Idealfall können wir mit der Messerspitze, ja. Dann ist hier jetzt so eine schöne Kerbe und das gleiche auf der anderen Seite. Zack. Gut. Damit hat er jetzt Ansätze von dem Bart links und rechts. Ich würde ihn hier jetzt noch ein kleines bisschen abflachen. Und dann den Übergang zum Bart noch ein bisschen deutlicher machen. So schaut er jetzt aus. Das ist jetzt natürlich nicht ganz symmetrisch, aber ja, wer hat schon symmetrische Bärte? Da spreche ich durchaus aus Erfahrung. So, jetzt brauchen wir einen Mund, der suggeriert, dass da eben ein Bart ist. Dafür ist der Mund dann auch noch mal ganz hilfreich, um eben besser klar zu machen für den Betrachter, dass da ein Bart sein soll. Ja, so, da erkennt man dann schon deutlich besser, dass da also ein Bart im Spiel ist. Und den Mund nicht allzu lang machen, man kann aber dann trotzdem den Schnauzbart noch ein bisschen ausbauen, ohne dass man jetzt den Mund zu lang werden lässt. Aber das kommt alles mit der Zeit, das ist eine Frage der Übung. Die habe ich auch noch nicht so hundertprozentig, ne? Also von denen kann man ja beliebig viele herstellen, von diesen Figürchen und verschenken. Wenn man sie jemandem schenkt, der einen gern hat, dann werden wahrscheinlich auch noch nicht besonders große Meisterwerke akzeptiert. Und ja, so, im Grunde ist das ja jetzt schon zu erkennen einigermaßen, was das sein soll. Und man kann hier jetzt eben noch ein bisschen rumspielen. Wenn man den Mundwinkel noch ein bisschen weiter nach unten zieht, dann wird der Bart noch etwas deutlicher, vermute ich zumindest. Würde ich jetzt mal versuchen wollen. Ja, ich denke, das passt mir soweit. Und jetzt ist das ja ein sehr langer Bart potenziell, ne? Also das ist jetzt nur der Schnauzer, was wir hier jetzt ausmodelliert haben. Wir wollen da unten ja jetzt auch noch einen Bart haben. Und da kann man jetzt zum Beispiel versuchen, noch eine Kurve in den Bart zu schnitzen, indem man auf der Seite ein bisschen Material wegnimmt und hier dann einfach da unten das noch ein bisschen abrundet, dass da der Einschein entsteht. Der Bart wäre da so ein bisschen zur Seite. Gewachsen. Ja, so ungefähr. Was man noch machen kann, ist hier eine ganze kleine Kerbe. Da auch noch mal eine. Das gibt dann Schultern, ja, so im Ansatz Schultern, an denen dann der Bart hängt. Und wenn man jetzt beim Bart möchte, dass im Bart noch einzelne Strähnen sichtbar sind, dann kann man hier entsprechend nochmal so einen Schnitt setzen.
und geht dann von da hin und schneidet das dann noch so ein bisschen raus. Dann gibt das so, ja, ich sag jetzt mal, Unregelmäßigkeiten im Bart. Das erweckt dann noch ein bisschen mehr den Anschein, dass es sich um ja, Haare handelt. So, und das ist er. So schaut er jetzt entsprechend aus. Wir zoomen noch ein wenig ran. Ja, unser Waldgeist. Nikolaus, ja, hat so ein bisschen was Weihnachtliches. Leider schauen die bei mir immer ein bisschen, naja, ich sag jetzt mal schlecht gelaunt aus. Habe ich noch nicht geschafft, einen hinzukriegen, der, einen richtig guten habe ich noch nicht hinbekommen, der wirklich, wirklich freundlich guckt. Wenn man ihm jetzt noch Augen ins Gesicht malt, da reichen schon 2 Punkte mit dem Bleistift, wird es noch mal ein bisschen authentischer. Aber eigentlich bin ich mit dem Gesellen schon ganz zufrieden, auch wenn ich wirklich hier oben ein paar Schnitzer sozusagen entsprechend drin habe und dass es jetzt nicht super gut verarbeitet ist. Ich hoffe, man hat ein bisschen erkennen können, wie man den eben entsprechend macht. Und das Prinzip ist einigermaßen klar. Gibt noch andere, sicherlich auch noch viel bessere entsprechende Videos, wo man sehen kann, wie man die Kerle macht. Ich verlinke euch noch ein paar Beispiele, wo das nochmal besser erklärt wird. Aber immerhin habe ich euch darauf hingewiesen und ich bin mit dem eigentlich ganz zufrieden. Also ich habe schon schlechtere gemacht. Ja, und damit darf ich mich für heute auch schon wieder verabschieden. Wünsche einen angenehmen Restabend oder was bei euch gerade ist. Und bis zum nächsten Mal. Hier wird es langsam duster. Es ist im Übrigen ziemlich nebelig, wie man hoffentlich sehen kann im Hintergrund. Ich werde mir jetzt mal noch ein Lichtchen anzünden und dann mal gucken, ob ich vielleicht noch ein Video drehen kann. Das seht ihr dann aber ein andermal. Oder habt ihr schon gesehen? Ich habe doch die Reihenfolge nicht im Kopf, wie was kommt. Ja, aber trotzdem. Tschüss. Bis morgen.